Narre, Tai. Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Ein Dunham ZX-7. Netter Versuch. Aber der Dunham ist ein Fogger-Motor. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet. Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Wie kriege ich jetzt denn noch das raus, was das für ein Motor ist? Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Ich sagte weg da! Ich sagte weg da! Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Ich dachte, Sie sind Spezialist für Sumpfboote. Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Wenn Sie Mechaniker sind. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie ihr... Wie kann ich helfen? Was war nochmal mit dem Boot? Was soll damit... Jorge wartet auf den mich... Aber wie gesagt, Sie dürfen... Ich brauche nicht... Okay. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Es handelt sich um ein Amazon Buggy C600. Was für ein Motor geht es? Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay. Wenn Sie mich... Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Okay. Hier steht der... Ein Sumpf, das könnte unser... Da drin scheint sich etwas verhakt zu haben. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen. Eine weiße Flagge wird den Klimawandel nicht aufhalten. Es ist Zeit für Taten. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Fuppes. Tinef. Pah. So ein Quark. Müll. Quatsch mit... Okay. Da drin... Ja, ich wollte eigentlich jetzt Benzinschlauch. Der Benzinschlauch liegt auf dem Boden. Kein Wunder, dass der Schlauch nicht passt. Der Aufsatz ist völlig ausgeleiert. Okay, dann müsste man halt dann... Solange ich den Schlauch nicht irgendwie festklemmen kann, wird er immer wieder abgehen. Tacke. Käse. Ich hoffe, das funktioniert. Ha, die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. Okay.
Das Windruder ist völlig zerfleddert. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Tackern. Ha, endlich mal kein um die Ecke denken und wirres Improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Die Sache ist gegessen. So muss es sein. Mumpitz. Ich brauche etwas Längeres. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen. Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. Endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Na also. Ah ja, da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Das arme Tier. Ja. Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Wenn Sie mit dem Vieh... Ich wollte... Doch. Jetzt? Wie läuft der Plan? Sie selbst. Wer wird. He wird. Wo sind meine Schlüssel? Vor deiner Nase auf dem Tisch. Richtig. Wehe, einer von euch Würstchen versucht, sie zu klauen. Den mache ich fertig. Zeit für Phase 2. Ich tue mir das nicht länger. Blanker Unfug. Brauchen Sie einen Mechaniker? Ist er endlich da? Wenn ich dich... Ich sage sie. Sind das meine Schlüssel? Nee, kann nicht sein. Meine liegen noch hier. Kannst deinen Kram also behalten. Quatsch. Ja, nun? Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Darf ich? Nee! Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay. Aber keine Tricks. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde hab ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. Ich sagte erst nur... Wie man sieht. Grober Unfug. So ein Blech. Ich sollte bei der Reparatur gezielter vorgehen. So, das Boot ist repariert, ich habe die Schlüssel, fehlt nur noch die gute Fay. Okay. Benz. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Fay. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern.
Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Bent. Gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Komm. Entschuldigen Sie, Herr, Ja? Wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Und Hep? Ah! Ah! Weg! Weg! Los, Ben, ins Boot! Keine Angst, wir schaffen das schon. Was? Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Gott sei Dank, ich dachte schon, Ben Svensson ist tot, dass er stirbt. Oh Gott. Hier irgendwo muss es sein. Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. Hübscher Durchgang. Guck mal, Bent. Hier ist ein Spalt unterm Zaun. Wenn wir ihn anheben, können wir uns ohne Probleme durchquetschen. Um Himmels Willen, Faye, siehst du nicht die toten Insekten? Das ist ein elektrischer Zaun. Also bloß nicht anfassen. Bloß keine Metallgegenstände an den Zaun halten. Das ist bestimmt Starkstrom. Hm. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Cool. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Ja. Nichts. Nicht mal ein Schlafsack. Okay, dann